Anna Karenina kommt mal wieder ins Kino. Dieses Buch ist ja schon ungefähr 5781 Millionen Mal verfilmt worden. Jetzt ist Joe Wright dabei. Joe Wright war ja auch der Regisseur von Stolz und Vorurteil und Abbitte, hat sich wieder mal Keira Knightley geschnappt, um die Hauptrolle zu besetzen. Und sie spielt eben Anna Karenina, die als verheiratete Frau in Russland plötzlich jemand anders ganz, ganz großartig findet, sich verliebt, aber gerade in den gesellschaftlichen Konventionen hängen bleibt, weil es ist natürlich das Allerschlimmste, Ehebruch zu begehen. Und das Ganze spielt eben auch nicht in der heutigen Zeit. Und deswegen gibt es jetzt für euch erstmal eine Szene, damit ihr seht, wie sieht das Ganze eigentlich aus. Anna Karenina ist natürlich auch klassisches Schauspielkino und das Ganze ist ja auch gut besetzt mit Jude Law, Keira Knightley und Aaron Johnson, alles keine Unbekannten. Keira Knightley spielt wieder mal die Hauptrolle in einem Film von Mr. Wright und ich muss sagen, es funktioniert nicht an allen Stellen. Also sie ist da mimisch irgendwie gar nicht mehr jetzt so gut dabei. Es sieht auch oft immer der gleiche Gesichtsausdruck. Ich gehe jetzt nicht in die Kristen Stewart Richtung, aber es ist schon so ein bisschen, wo ich jetzt sage, auch Mensch, und sie leidet auch immer so ein bisschen übertrieben, dass ich mir irgendwann sage, oh, Keira Knightley, es ist mir gerade echt egal, was mit dir passiert. Jude Law fand ich eigentlich ganz mutig, ihn ein bisschen gegen seine normale Rollenvergabe zu besetzen. Er ist ja normalerweise immer der Schöne und der Gute und hier ist er eben dieser fiese Ehemann. Es funktioniert aber irgendwie gar nicht, weil man sieht in Jude Law immer eher den Schönen und bei Aaron Johnson, der jetzt den Liebhaber spielt, ist das irgendwie genau das Gegenteil. Da versteht man gar nicht, was ist denn da jetzt irgendwie schöner dran. Und außerdem ist bei Jude Law auch das Gefühl immer da, dass dieser Bart im Gesicht einfach nur angeklebt ist. Bei Historienfilmen gibt es aber immer tolle Kostüme und das ist auch in dem Fall so, das sieht alles ganz fantastisch aus. Und gerade Freunde von tollen Kamerafahrten dürfen sich den Film auf jeden Fall geben, denn das ist richtig gut geworden. Das ist nämlich eine ganz spezielle Inszenierung, das Ganze spielt nämlich nicht nonstop in der Realität. Nein, es beginnt immer, jede Szene beginnt immer in der Theateratmosphäre, als wäre das gerade auf einer Bühne. Das heißt, wenn eine Szene wechselt oder die den Raum wechseln, läuft keiner durch die Tür und man ist plötzlich da, sondern das ganze Set bewegt sich, als wären wir gerade in einer Oper oder es kommt einfach mal von oben was runtergefahren und plötzlich sieht die Szenerie anders aus. Das ist sehr, sehr mutig, am Ende ein bisschen zu wenig noch eingesetzt, aber das hat mir sehr viel Spaß gemacht, sich das anzuschauen, weil das war mal was völlig anderes. Was ein bisschen negativ tatsächlich ist, ist das Drehbuch, denn die Erzählweise ist sehr, sehr schleppend. Es dauert lange, bis sich da was entwickelt und deswegen waren die 2 Stunden, die der Film gedauert hat, es waren sogar ein paar Minuten mehr, mir dann persönlich zu lang. Wer soll sich das Ganze anschauen? Natürlich Fans von Historienkino oder auch Fans von Anna Karenina, die sagen, ich möchte jetzt mal eben die bisschen andere Inszenierung mir anschauen. Da seid ihr auf jeden Fall gut aufgehoben. Wer es nicht sehen sollte, sind tatsächlich Menschen, die sagen, ich habe das jetzt schon so oft gesehen, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich möchte neue Geschichten im Kino erzählt bekommen. Und auch die nicht so auf den konservativen Erzählstil stehen. Das ist ja schon alles ein bisschen bieder geworden. Und die allerwichtigste Info ist, Leute, wenn es euch zu häufig ist, wenn 10-mal im Film gesagt wird, ich liebe dich und ich werde alles für dich geben. Wenn euch das zu viel ist und zu kitschig, lasst die Finger von diesem Film. Alles in allem war es für mich ein sehr mittelmäßiger Film mit eben guten Seiten, aber auch schlechten. Und für mich sind das leider nur 5 von 10 Punkten. Ihr seht, ich habe was mitgebracht, nämlich einen Soundtrack von Anna Karenina und 2 Kerzenständer. Und 3 von diesen Gewinnspielsets zum Film könnt ihr gewinnen. Geht einfach auf unsere Facebook-Seite, ist ja auch im Kanal verlinkt, beziehungsweise auch hier in dem Video. Da stelle ich euch eine Frage und ihr könnt das dann gewinnen. Ihr seht auch, es ist tatsächlich da.
Die Musik ist nämlich tatsächlich auch ganz gut geworden und ihr könnt euch auch eure eigene Filmfabrik so ein bisschen zu Hause machen, das ist doch auch ganz nett. Und wenn euch das gefällt, was wir hier machen, auch gerade diese Review, gebt mir doch den Daumen hoch oder den Daumen runter, wenn es eben nicht gefallen hat. Sonst alles in die Kommentare, was ihr auch bislang ja eigentlich schon immer ganz super gemacht habt und ich freue mich auch. Und ihr seht ja auch, ich versuche so viel wie möglich zu beantworten. Und wie immer das Letzte, worum ich euch bitte, ist, lasst doch einfach ein Abo da, da bekommt ihr immer wieder das Neueste. Aber soweit für heute, die Filmkritik aus der Filmfabrik.